Hallo, herzlich willkommen beim Ruttergriller. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute seht ihr die zweite Folge der Miniserie The Godfather's Sandwich. Heute gibt es eine Cabanossi Jam. Der Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen hatte vor einiger Zeit drei verschiedene Jams veröffentlicht. Das war die Bacon Jam, das war die Chorizo Jam und das war die Sushuk Jam. Und ursprünglich habe ich ja gedacht, die Chorizo Jam für dieses Rezept zu verwenden, aber das war mir dann nicht italienisch genug. Wobei Italienisch hier auch relativ zu sehen ist. Die Cabanoss ist eine Rohwurst, die vom Baltikum über Polen, über die Riviera bis hin nach Sizilien weit verbreitet ist. Sogar in Spanien und in Frankreich erfreut sie sich immer größerer Beliebtheit. Hier sehen wir die Zutaten, die wir heute für die Cabanossi Jam benötigen. Im Vordergrund seht ihr 6 etwa 20 cm lange Cabanossi, 3 Knoblauchzehen, 5 wirklich sehr große rote Zwiebeln, im Hintergrund die italienische Gewürzmischung, in diesem Fall die von Klaus, geräuchertes Paprikapulver, Ahornsirup, Aceto Balsamico. Hier vorne seht ihr noch Peperoncini-Flocken für die leichte Schärfe. Und Pack Brown Sugar. Als Utensilien brauchen wir ein scharfes Messer. Dann haben wir hier ein Metallsieb und als Maßstab einen halben Cup und einen ganzen Cup. Dann brauchen wir noch eine Metallschüssel und natürlich eine gusseiserne Pfanne. Zunächst schneiden wir alles in recht kleine Stücke. Dazu nehmen wir die Cabanossi, halbieren sie und vierteln sie dann. Um sie dann in solch kleine Stücke hier zu schneiden. Das mache ich jetzt mit dem Rest und dann sehen wir uns bei den Zwiebeln wieder. So, das waren die Cabanossi. Ist schon ein ganz schöner Haufen geworden. Jetzt machen wir mit den Zwiebeln weiter. So, die Zwiebeln sind geschält und die schneide ich jetzt in ähnlich große Stücke wie die Cabanossi. So, jetzt noch den Knoblauch in feine Streifen. Das zerhacken und dann geht es auch schon an der Pfanne weiter. So, ich habe die Cabanossi jetzt in die kalte Pfanne gegeben, habe sie auf 2/3 der Plattenstärke gestellt und da kann sie jetzt langsam ausgelassen werden. Nach gut 10 Minuten hören wir, wie schön das Fett aus der Cabanossi ausgelassen wird. Nach weiteren 15 Minuten ist vielleicht noch ein Drittel der ursprünglichen Menge oder des ursprünglichen Volumens der kleingeschnittenen Cabanossi übrig geblieben. Ich denke, wir brauchen jetzt noch mal knapp 15 Minuten, um das weitere Fett auch auslassen zu können. Nach gut 35 bis 40 Minuten ist es nun an der Zeit, die Cabanossi abzusieben. Das hier ist von den Cabanossi übrig geblieben, ein recht kleines Sieb. Ist bestimmt von der Menge gutes Drittel, wenn nicht sogar ein Viertel. Und das hier ist das gewonnene Fett und davon brauchen wir gleich mit Sicherheit noch etwas, um die Zwiebeln etwas anzufeuchten. Und damit geht es jetzt auch weiter. Jetzt kümmern wir uns um die Zwiebeln. So, in dieser Phase können dann die Zwiebeln in die Pfanne, die ja noch Temperatur hat von den Cabanossi und der Knoblauch. Die können jetzt langsam vor sich hin schmoren. Wenn die fertig sind, sehen wir uns wieder. Die Zwiebeln sind jetzt schon richtig schön weich geworden
aber können noch gut und gerne 15 bis 20 Minuten so auf dieser mittleren Stufe stehen bleiben. So, wenn die Zwiebeln dann diese Konsistenz erreicht haben, fügen wir die weiteren Zutaten hinzu. Hier haben wir 1 Cup Packed Brown Sugar. Einen halben Cup Balsamico-Essig. Das kann man jetzt schon mal verteilen und unterheben. Mit dem Hinzufügen der Flüssigkeit kann man ganz deutlich hören, hat auch sofort der Bratprozess aufgehört. Das typische Bratgeräusch ist jetzt nicht mehr vorhanden. Direkt hinterher kommt ein halber Cup Ahornsirup. Hier haben wir einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und eine kleine Prise der Peperoncini für die gewisse Schärfe. Und hier nehmt ihr dann einfach eine italienische Gewürzmischung eurer Wahl. Ihr könnt natürlich auch frische Gewürze nehmen, Thymian, Rosmarin, Oregano. Aber im Moment habe ich mich auf Klaus Pizzaiola eingeschossen und davon kommt jetzt hier ein gehäufter Esslöffel in die Mischung. Alles schön vermengen. Und in dieser Phase kann auch schon die Cabanossi wieder hinzugefügt werden. Sich langsam erhitzen und homogen miteinander verbinden. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das einfach eine zu trockene Masse wird, gebt einfach etwas von dem übrig gebliebenen Fett hinzu und rührt es einfach nochmal um. So, das lasse ich jetzt einfach nochmal gute 20 Minuten auf einem Drittel der Platinleistung leise vor sich hin simmern und dann sehen wir uns beim Mixen wieder. Ja, nachdem meine Fast Cabanossi Jam jetzt weitere 20 Minuten in der gusseisernen Pfanne hat etwas schmoren können, habe ich sie jetzt hier in einen Kessel umgefüllt, weil ich keine Küchenmaschine mit einer Metallrührschüssel habe und das ist mir dann etwas zu heikel, das in der Plastikschüssel zu machen. Also Kessel, Pürierstab und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns wieder. Ich habe die Masse jetzt wieder zurück in die Pfanne gegeben, damit sie nochmal heiß werden kann und dann kann ich sie in sterile Gläser abfüllen. Ich habe die schon mal probiert. Es ist der Hammer, der absolute Oberhammer. Das ist eine ganze Pfanne puren Glücks. Ich freue mich schon darauf, die auf dem Godfather Sandwich probieren zu dürfen. Wir sehen uns gleich bei den Gläsern dann wieder. Ja, das war sie also, die zweite Folge des Godfather Sandwiches, die Cabanossi Jam. Ich habe hier 5 so große Gläser mit den Mengenangaben, die ich euch gezeigt habe, abgefüllt. Das müsste etwas mehr als ein gutes Kilo sein, vielleicht 1,2, 1,3 Liter. Geschmacklich ist das, ich habe es eben schon mal erwähnt, der absolute Oberhammer. Es ist eine Marmelade, sie ist süß, das ist absolut klar, das muss auch jedem klar sein, der sich so eine Jam macht. Aber streicht das auf eine geröstete Scheibe Brot, stellt sie euren Gästen hin und die Gäste werden sich mit Sicherheit ein Brot satt essen. Aufgebratenem Fleisch oder gebackenes Gemüse, mega, einfach nur super lecker. Macht das unbedingt mal nach. Ich freue mich schon, euch am nächsten Sonntag zur Hochzeit dieses einzigartigen Sandwiches begrüßen zu dürfen. Es wird ein gepulltes Schwein geben, aber kein klassisches Pulled Pork. Und natürlich die heute vorgestellte Cabanossi Jam in Verbindung mit der Tomatensauce von letzten Sonntag. Ich würde mich über euer Feedback sehr freuen. Haut mir das einfach unten in die Kommentare. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier nachholen.
Ich würde mich jedenfalls freuen, euch nächsten Sonntag zum Finale dieser Miniserie wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nicht vergessen, wir sind, was wir essen, und heute sind wir Cabanossi Jam. Macht's gut, euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann.